Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Weiter geht's mit der Galaxie, aber erstmal sprechen wir mit dem. Hast du dich an die Steuerung des Raumschiffs gewöhnt? Klappri war nach etwas Arbeit, Einarbeitungszeit nicht. Hä, hatte der nicht in den letzten Part Ausrufezeichen über den Kopf? Na gut, dann halt nicht. Na gut. Ich weiß, dass wir diesen Schmarrn hier öffnen können. Hä, Galaxie ist wirklich ganz komplett. Kommt überhaupt nichts mehr. Nice. Wahrscheinlich hätte der uns nur gesagt, dass wir diese Roboterkram da machen müssen. Mussten wir auch immer. Was mal öffnen? Nee, ich lasse mal die Spannung. Wir machen einfach die Wattewolken-Galaxie. Wo wir wahrscheinlich dann Wolk-Mario sein können zum ersten Mal. Also, wie gesagt, blind, ne? Was? Wo steckt der Captain des Suchtrupps? Ja, wie bedient man diesen diesen Wolk-Mario? I don't know. Finden wir es heraus. Oh, die sieht mal richtig nice aus und ich habe schon eine Kometenmünze gesehen. Auf diesen Baum. Ja, das nennt man Adlerauge. Ach nee, das ist gar kein. Oh, okay. So viel zu Adlerauge. Naja, immerhin. So viele Münzen sind auch nicht schlecht. Und wir schauen mal, was der Tod zu sagen hat. Das ist der Brillentod aus der Safari. Mein Commander suchen, ne? Unsere Mission war es, einen Powerstern zu bergen. Aber dabei ist leider der Captain des Suchtrupps abhandengekommen. Irgendwie. Ja, was ich schon vermutet habe. Was bist du denn für einer? Angry Bird, ey. Oh. Na, ist hier ein Secret? Ist hier eine Kometenmünze versteckt? Das wäre aber mal asozial, würde ich sagen. Bam! Wehe, ich warne euch. Nee. Wir wollen nur ein paar Sternteile. Na gut. Das sieht also ein bisschen crazy aus. Aber auch geil. Hier müssen wir schon im Wolkenmau. Ah, hier sind ja diese Baumbewohner. Ich so in Mario Party 9, wo kommen die weg aus welchem Spiel? Ich kenne die gar nicht. Ja, Mario Galaxy 2, ich wusste es ja. Ich hab's auch da vermutet damals. Habe ich noch so gesagt, ja, leider habe ich Mario Galaxy 2 nie gespielt. Vielleicht kommen sie da weg. Ja, tatsächlich. Geil. Jetzt wissen wir's. Und ja, der Wolken Mario. Du wurdest zum Wolken Mario. Schüttle die Wii-Family, um bis zu 3 Wolken-Plattformen zu erzeugen, okay. Ach so, okay. Ach so, ist ja nice, ne? Schwupp. Wie jetzt das falsch gemacht? Ich glaube ja. Oh, pff. Fick dich! Spaß! Was geht mit dem ab? Was ich mich frage ist, wie komme ich an diesen Block? Den will ich schon haben. Aha. Mit guten Sprüngen. Oh, toll. Und da ist da nicht mehr was Gutes drin, ey. Aha. Da wird's weitergehen. Was wäre denn da hinten noch? Du Scheiße. Wo soll ich denn jetzt hin, Leute? Wo soll ich hin? Mal umschauen. Irgendwie reizt mich das jetzt. Pech. Falls ich ja hin muss. Oh, yeah. In Farm. Nein, chill, fast alle erwischt. Der will auch Münzen. Ja, nee, 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 nee. Ja, 100 Münzen finden. Leichter gesagt, als ich da. Ja, wie soll ich jetzt hier wieder runterkommen, ohne Schaden zu nehmen? Oder ist das gar nicht mehr so? Ah, Mario, der kann das natürlich. Klar, würde ich auch überleben, ne? Wenn ich so von den Wolken runterspringen würde, warum nicht? Oh Mann, ey. Der Assi, der nervt mich.
Wasser berührt, Volt verloren. Weiter, weiter, immer weiter. Ach so. Darf man kein Wasser mit berühren. Und was ist das? Verbesserte Form von denen vor Anfang? Yo, die spucken nicht in der Luft, die spucken direkt schon auf einen zu. Das ist natürlich nicht so nett. Was machen wir jetzt hier? Den Münzen folgen? Fragezeichen. Mich reizt das hier. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Wir gehen einfach weiter. Nein, du Scheißvogel, du Angry Bird, Mann. Haha. Ist ja selbst dein Kopf eingerammt, ne? Schied dir recht, Spost. Mann, er nervt. Down, endlich. Hier ist eine neue Wolke, nice. Die benutzen wir, um mal zu gucken, was in diesem Block ist. Wie viele Münzen haben wir? 67, okay. Down. Oh, was willst du? Drei Wolken nacheinander. Was wird mir erklärt auf diesem Schild? Kleiner Tipp, ich kann dir zeigen, wie das mit den Wolken läuft. Nee, 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 nee. Das will ich schon selbst rausfinden und ich kann es ja halt, ja. Na gut, schaffst du allein, sag ich ja. Sag ich ja, meine Worte. Ach du Scheiße, ist ein schwarzes Loch. Ah, passt schon, passt schon. Ja, so leicht. So leicht. Hier können wir ja schon wieder die Wolken auftanken. Ja. Mach doch einfach mal einen Sprung. Vernünftigen. Den ich dir auch sage, Mario. Mario hat seinen eigenen Willen. Er macht nie, was ich will. Naja. Lassen wir Mario mal in Ruhe. Und nun? Kameramodus, bitte. Geht nicht. Geil. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Einfach mal auf gut Glück. Boah, war's knapp. War's knapp. Ja, wir haben es geschafft. Mit 0 Wolken. Ist ja egal. Ach, die gehen halt, die Angry Birds. Wenn man es raus hat, kommen lassen und dann drauf springen, ganz einfach. Ach, war ein Sprung, wer den nicht kann, ey. Zack, zack, zack. Immer schön abtimen und dann BAM! Oh, die Galaxie macht richtig Spaß. Ich sag's euch. Richtig geil. Das ist wieder eine vermischt. Für mich. Ah, was ist das denn? Also mal sei vorsichtig, bla bla. Warum soll ich vorsichtig sein? Das ist eine Kometenmünze. Schattenmaus in Anmarsch. Ach so, ja, ja. Chill. Wie komme ich an diese Kometenmünze an? That's the question. Hätte ich eine Wolke gebraucht, gell? Natürlich ärgerlich. Ja, ich will die Kometenmünze, na gut, kriege ich nicht, Pech gehabt. Hätte ich nicht die Wolken verschwenden müssen, scheiße. Konnte ich ja nicht wissen. Mann, das ist doch scheiße, das ist nicht blöd. 4, wo ist der letzte? Ach da, ganz offensichtlich. Stirbt, down. Hm. Kann nicht mehr zurück, ne? Halt. Wo sind wir jetzt? Oh, wie krieg ich die Kometenmünze? Boah, Leute, es ist so crazy. Alle Kometenmünzen, ich glaube, die sind sehr versteckt. Bis jetzt war es das. Fast immer. Nicht wirklich, oder? Ist ja mal was uns einfach. Einfach mit Wolke jetzt. Gehen nach einer Zeit weg, oder? Scheiße! Ha! Nice! Was willst du? Rede mit mir! Tipp nicht. Oh, das weiß ich doch! Fein weiß! Weiß, dass ich die Sternteil, dieses Sternstaub abschießen kann. Manche Looper wollen die auch sogar. Warum soll ich die hier verballern? Wir müssen definitiv hier nochmal hin für die Kometenmünze und für diesen Luma, der 100 Münzen haben wollte. Also.
Das hätten wir jetzt auch zusammen, aber wir können nicht mehr zurück, ne? Ja. Leider. Ach du Scheiße. Mann, mach doch mal Rückwärtssalto. Mario, was machst du denn? Rückwärtssalto. Danke. Sehr nice. Manchmal macht er doch, was man ihm sagt. Man sehr selten. Leider. Los. Ist da jetzt dieser Tut? Das ist er doch, oder? Sollten wir den nicht finden? Komm ich zu einem Affen mit Sonnenbrille an mich, schnupf so ein Rennen rausgefunden. Verbrennt meine Ehre, ein Ketten sollte wirklich in besser Form sein, ey. Ja, schäm dich. Was ist denn ein Affe mit Sonnenbrille, Lulz? Die gibt's nur bei Wario Land 4. Oh, hier lass ich mich jetzt abfallen. Wolke, geh weg. Ich mag dich nicht. Was war das? Was war das? Ich fasse es nicht, Leute. Was war das? Ich wollte schon... Nee, ey, kommt. Scheiß auf den Einerpilz, boah, nicht. Können wir auch gleichzeitig mal gucken, was es hier hat. Dann gibt es so eine andere Wolke. Und wieder so ein Block. Ah, so ist immer Sternstaub drin. Brauchen wir nicht. Mario, mach was ich will. Toll. Auch keine Wolken mehr frei. So, jetzt sind eine neue Wolken und so. Und jetzt... Zack. Zack, so jetzt gemacht. Und dann hier drauf nehme ich doch die Einerpilz mit. Und drauf. Nice. Und hier haben wir es eben gemacht. So und... Nee. Nicht wirklich. Ach so, ich kann ja auch so rüber. Puh. Mann, jetzt darf ich gleich nicht wieder diesen Drecksfeder machen vor ihm. Ja, du hast gegen eine Affe verloren, ich weiß. Idiot, Mann. Bla 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 bla. Gibt's denn Mario Land 4? Mal ganz ehrlich, ist Donkey Kong hier und hat sich eine Sonnenbrille geholt? What the fuck? Oh. Thank God. Nice. Juhu. Und rüber da. Wo ist denn das Äffchen? Ich will das Äffchen sehen. Ja, müssen wir da oben hin. Das soll ein Affe sein. Ach so, doch. Ist ein Affe. Okay. Das ist ja geil. Hat die Don Bananos früher auch mal gucken. Oh, der sieht richtig gut aus. Wie spreche ich den denn? Oha! Ich habe diesen verrückten Pilzkopf erwartet, nicht dich! Na dann, wie dem auch sei. Du scheinst ein würdiger Rival im Gipfelsturm zu sein. Nimm dieses Wanderzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon mal wiedersehen werden. Also ist dann tüchtiger Bergsteiger. Ja, der ist ja richtig sozial. Ich dachte, der will jetzt noch wegrennen. Wie Cooper aus Super Mario 64 oder so. Lol, der ist ja richtig geil. Bis zum nächsten Mal. Der ist so freundlich. Ich weiß gar nicht, was er tut hat, lolz. Nice. Nice, nice. Damit haben wir einen weiteren Stern. Gehen hier gern nochmal hin. Also die Galaxie gefällt mir. Oh, wieso sind wir jetzt wieder in diesem Raum? Ach so, Wolken, Mario. Oh, nee, 10 haben wir jetzt. Da passiert bestimmt was. Zack, 4 Münzen auch drauf. Ja, ich weiß, dass ich noch weiter fliegen kann. Jo, tatsächlich. Wie ich sehe, hattest du eine Art flauschiges Mietbringsel dabei. Ein
eine Wolkenblume, alles klar. Du trägst da einige ziemlich seltsame Dinge zusammen. Boah, kann ich auch nicht zu, wenn man was man findet, nimmt man so an sich, ne? Wer es findet, darf es behalten. Ja, wir schauen noch mal in diese Galaxie rein. Die fand ich auch super. Und ja, wir gehen noch nicht weiter. Wie sieht es eigentlich mit dem Bowser-Schloss aus? Naja, kommen wir noch hin. Okay. Ach, da gibt es nichts weiteres. Das kann jetzt nicht ernst gemeint sein, oder? Da gibt es nichts weiteres. Ja. Ich gehe offscreen nochmal zur Komet. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht, da gehe ich hin, wenn ich 100 Münzen oder so hab. Wir haben 254 Euro zählen nicht, ne? Nee, lassen wir das Ganze. Lassen wir's. Wir machen stattdessen. Nee, ich gehe jetzt noch in Bowser, das ist ein guter Cliffhanger für nächstes Mal. Nee, nee, ich gehe da nochmal offscreen oder so. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Mit zwei Wolken noch. Also wir können noch zwei Wolken spawnen. Dürfen natürlich auch nicht ins Wasser. Das ist das Problem. Das möglich ist? Hätten wir da alle gebraucht? Das ist ja schon ein bisschen crazy, ne? Wahrscheinlich mache ich das mal mit Hechtsprung. Yes. Naja. Los jetzt aber. Die spawnen direkt hier. Was für eine Scheiße. Wir haben sie! Yes! Ja, ich denke mal, das mache ich nochmal offscreen zu Ende und wir haben die Kometenmünze, wie gesagt. So wird's gemacht. Und bis dann, ne? Wieder beim Mario-Raumschiff und ja, wir sehen uns dann. Jo, da sind wir wieder durch. Und ja. Mich würde mal interessieren, wo noch die Kometenmünzen fehlen. Also ich habe bestimmt noch mehrere vergessen. Ja, und ich würde sagen, hier können wir eigentlich auch schon ein paar beenden, weil es ein guter Cliffhanger. Weil als nächstes kommt wieder ein Bowser-Schloss. Was heißt wieder? Das erste Mal ein Bowser-Schloss. Und das ist doch ein ganz guter Punkt, um jetzt eine Pause zu machen. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Es wird dann spannend, auf jeden Fall einschalten. Erste Bowser-Festung. Freue ich mich schon drauf. Warum nicht? Ob die schwierig ist? Die erste Bowser-Festung, bin ich mal echt gespannt drauf, wirklich. Naja, lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ist ja blind. Und ja, bis dann, Freunde. Haut rein.